Okay, lass uns jetzt mal auf den Deadbot kommen, der ja gerne mal und im Zuge der alle Menschen sind gleich schön These propagiert wird. Hier wird im Prinzip suggeriert, dass jeder so hübsch sei, wie er sich fühlt. Und man geht sogar so weit zu behaupten, dass Frauen bei Männern eher auf den Fatty-Körper stehen als auf ein fettfreies Bauchbild. Sie stehen also mehr auf eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Mann eine Fettleber bzw. Leberzirrhose oder Diabetes bekommt, dass er statistisch schneller einen Herzinfarkt kriegt und auch schneller von seinem Recht auf frühzeitiges Ableben Gebrauch macht, als dass er gesund ist und womöglich gesunde Nachkommen produzieren kann. Alrighty then. Hier ist mal ein Beispiel für so einen Beitrag, von denen du, wie gesagt, viele findest. Eine Umfrage zeigt, dass Frauen einen Dadbod gegenüber einem Sixpack bevorzugen. Ja, hier ist also der Artikel für alle Väter da draußen. Wir sind dabei, ihren Vatertag viel besser zu machen. Denn eine neue Umfrage hat ergeben, dass Frauen den Vaterbody einem Sixpack vorziehen. Also schnapp dir ein Bier und feiere. Denn laut einer Planet Fitness Studie glauben mehr Amerikaner, dass die Akzeptanz des Dadbod größer ist als in den Vorjahren. Frauen, 61% um genau zu sein, stimmen ebenfalls zu und sagen, dass sie den weniger durchtrainierten männlichen Körperbau viel sexier finden. Ja, ist klar. Also wenn man hier das Wortchen durchtrainiert wegnimmt, dann liest sich das nämlich so, dass sie den weniger männlichen Körperbau viel sexier finden. Ich glaube, darauf läuft es dann wirklich hinaus. Aber es hört hier nicht auf, denn sogar Männer sind glücklicher mit ihrem Körper und haben zugegeben, dass ein Papakörper sie entspannter macht und ihr Leben in gewisser Weise verbessert hat. Ja, klar. 47% gaben an, dass sie sich aufgrund ihres Körpertyps weniger Gedanken über ihr Äußeres machen, was auch von Frauen bestätigt wurde, von denen 4 von 5 glauben, dass ein Vaterkörper ein Zeichen für einen Mann ist, der sich in seiner eigenen Haut sicher fühlt. Wahrscheinlich das genaue Gegenteil. Also, wenn du unsportlich und unfit bist, dann fühlst du dich natürlich unsicherer, ist ja ganz klar, und das überträgt sich auch auf die Frau. Hier geht's noch weiter. Als Heimat der Judgment-Free-Zone sind wir stolz darauf, allen unseren Mitgliedern unabhängig vom Körpertyp eine komfortable Umgebung zu bieten. Gütiger Himmel, kannst du dir überhaupt eine weichgespültere Aussage vorstellen? Also mir fällt keine ein. Naja, diese Umfrage hier, die im Prinzip null Aussagekraft hat, denn Frauen tendieren dazu, nicht zu denken bzw. zu tun, was sie sagen. Die kommt ja von der Fitnessstudio-Kette Planet Fitness und aus Marketing-Sicht, da ist der Gag sogar nachvollziehbar. Man nimmt hier nämlich der gewaltigen Masse an unfitten Fatty-Körpertypen, die im Durchschnitt vermutlich sogar viel zahlungskräftiger ist als der Fitness-Junkie, die Angst vom Studio, damit sie eben Verträge unterschreiben und ins Studio kommen, indem sie dann ja nicht mal was machen müssen, denn wie gesagt, ist es ja egal, wie man aussieht. Hier ist noch so ein Märchenartikel, in dem es dann wirklich auf die Spitze getrieben wird. Warum Frauen einen Papa-Body einem Sixpack vorziehen? Jede Generation gibt den Ton an, was Männer attraktiv macht. Das ist eigentlich schon mal falsch, denn die Anziehung hat sich im Wesentlichen nicht verändert. Körperbildexperten vermuten, dass Frauen eher von tiefen Stimmen, großen und körperlich fitten Männern angezogen werden. Korrekt. Aber realistisch gesehen ist das nicht das, was Frauen sehen. Das ist genau das, was Frauen sehen. Zur Zeit unserer Vorfahren brauchten Frauen einen Mann, der hinausging, ein Tier tötete und es zum Abendessen nach Hause brachte. Hier kommt wieder das gute alte Jagdargument, das kein Argument ist. Also Männer, die müssen natürlich nach wie vor fit und verteidigungsfähig sein, damit sie eben die Frau und potenzielle Nachkommen entsprechend verteidigen können. In den 50er Jahren arbeiteten Frauen nicht außerhalb des Hauses und sie brauchten einen Mann, der Schweres heben könnte, den Speck nach Hause brachte und ein guter Versorger war. Ja, hier wird wieder suggeriert, dass Frauen den Versorger nicht mehr brauchen. Ich habe dazu ein Video gemacht, das solltest du dir unbedingt ansehen, denn Frauen bevorzugen nach wie vor den Versorger. Okay, was haben wir denn hier noch? Hier werden nämlich 1, 2, 3, 4, 5 Punkte aufgeführt. Was macht Frauen an einem Vaterkörper am meisten an? Jungs mit einem Vaterkörper wirken menschlicher, natürlicher und verletzlicher gegenüber Frauen.
Dies hilft ihnen, sich zu öffnen und ihre Unsicherheiten mehr zu teilen. Für Frauen ist diese Verbindung sehr wichtig, um sich zu verlieben. Okay, also was liest man hier heraus? Verletzliche und Unsicherheiten. Frauen stehen also auf Männer, die verletzlich wirken und unsicher wirken? Nicht wirklich. Okay. Zweitens, Vaterkörper sind für Frauen weniger einschüchternd und sie fühlen sich besser in Bezug auf ihren eigenen Körper. Hier sticht sofort der Begriff einschüchternd hervor, denn Frauen, die stehen natürlich auf Männer, die einschüchternd wirken, nicht auf sie unbedingt, aber auf andere Männer, denn sie wissen wieder, dass das ihnen selbst mehr Sicherheit bietet. Nummer 3. Frauen mögen die Aufmerksamkeit, die hübscheste des Paares zu sein. Die Mehrheit der Frauen mag einen Mann, der größer ist als sie. Korrekt. Es ist deprimierend, wenn seine Jeansgröße kleiner ist. Ja, wieso soll das deprimierend für Frauen sein? Frauen wissen natürlich, dass sie eine andere Körperform als ein Mann haben. Das traue ich den Frauen durchaus zu, das zu erkennen. Ja, und hübsch ist relativ, dass Frauen Aufmerksamkeit brauchen und dass sie wissen, dass Männer bei ihnen zuerst auf das Äußere gucken, das ist natürlich klar. Also insofern hat der Punkt etwas Wahres zumindest. Viertens, Dads Körper sind nicht so kontrollierend, wenn es um sauberes Essen geht und genießen eher den Pizzaabend mit den Kindern, ohne eine anstrengende Nacht im Fitnessstudio verbringen zu müssen. Aha, kontrollierend. Also Frauen mögen es nicht, wenn Männer Selbstkontrolle und Selbstdisziplin haben. Das ist das, was hier im Prinzip gesagt werden soll. Ist natürlich auch völlig von der Hand zu weisen und fernab jedweder Realität. Fünftens, Papakörper sind transparenter und du weißt, was du bekommst. Frauen vertrauen Machos weniger, die ein Sixpack haben müssen, um sich wohlzufühlen. Das ist natürlich auch falsch. In Wirklichkeit müsste es völlig anders heißen, da müsste man sagen, Frauen vertrauen allen Männern mehr, die sich wohl und sicher fühlen, ganz egal, wie sie zu diesem Wohlbefinden und zu dieser Sicherheit kommen.